Und damit hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Tutorial von Asmodan. Tatsächlich fangen wir mal mit den Fähigkeiten diesmal. Hat letztens falsch gemacht. Sein Q ist sein Main Damage. Das ist eine große Kugel, die Damage macht, wenn du Gegner triffst, gegnerische Helden. Bekommst einen Stack und wenn du gegnerische Minion zerstörst, bekommst du auch Stacks. Also wenn die gegnerischen Minions davon getroffen werden und in einer gewissen Zeitperiode umfallen von 1,5 Sekunden, bekommst du 2 Stacks. Genau. Geht bis zu 400 Stacks hoch und gibt noch andere Talente, die man verwenden kann, um diesen Damage zu boosten. W spawnt ein Minion, was auf die in der Strecke läuft, wo man es hingezeigt hat. Also du schießt es dann in eine Richtung los und das macht dann 35 Schaden, bleibt bis zu 10 Sekunden erhalten. Asmodans E ist ein Laser, zielt auf ein Ziel und am Ende des das wird kanalisiert und nach 2,5 Sekunden explodiert das dann, wenn es komplett durchgelaufen ist. Aber verringert auch Asmodans eigene Bewegungsgeschwindigkeit, also darf man das nicht zu aggressiv setzen. Denn D verursacht irgendwo auf der Karte, kannst du ein Minion verstärken. Ein Minion spawnen, was alle 7 Sekunden gegnerische Minion zerstört, bleibt 20 Sekunden erhalten. Deine Ult hast du Möglichkeiten, dein Q zu verstärken. Das war also Kugel die Vernichtung, ist ja das Q. Und macht 50% mehr Schaden, das ist alles. Und beim anderen Talent, die dämonische Invasion, spawnt so sehr viele Minions. Ich glaube, eine kleine Armee. Ich glaube, das war immer so 15 Stück. Kann man mich jetzt auch gerne verbessern. Haben 750 Lebenspunkte, die reduzieren sich über 10 Sekunden lang. Und wenn sie explodieren, machen sie auch nochmal Schaden. Also so eine Art Mini-Bomber. Asmodan hat verschiedene Builds, gehen wir erstmal mit dem schwächsten Build los, das ist das Autotech-Build. Du machst Autotechs auf gegnerische Helden, die mit 75% HP haben, dann kriegst du einen Stack und das war's. Am Ende bekommst du dann, wenn du die 200er voll gemacht hast, wenn du einen mit dem Q getroffen hast, bekommst du nochmal zusätzlichen Schaden höher 85% der Stapel, die du angesammelt hast. Also die sind dann markiert, dann machst du ein Autotech drauf und bumm. Ja, dann hast du Autotechs. Mit Dämonensaat verringert die Mana-Kosten der Dämonensoldaten und automatische Angriffe verringern die Cooldowns. Das ist einfach eine super Synergie, wenn man sehr viel pushen möchte mit dem Trade zum Beispiel. Da machst du Kugelvernichtung, versteckt automatische Angriffe, wieder eine Synergie. Du hast erhöhte Angriffsreichweite und die Angriffe springen über. Da mache ich hier gerne diese dämonische Invasion. Man kann auch Kugel der Flut nehmen. Aber größtenteils basierst du ja auf Autotext und kannst auch die eigenen Minions tatsächlich verstärken, wenn man das planen möchte. Dann Dämonenhauptstärke verstärken, verringert die Abklingzeit erstmal um 2 Sekunden und erhöht den Schaden verbündeter Diener. Sowohl die Dämonen, die beschworen werden. Das heißt, du kannst dann, wenn du die Ult hast, deine Dämonen da drin machen und dann machen die auch nochmal zusätzlich mehr Schaden. Niedertrampeln, weil du ein bisschen mehr Distanz brauchst, falls du dich mal selbst in eine knifflige Situation bewegst mit den Autotechs. Und dann kann man hier sogar spielen, was man möchte. Spielt dann größtenteils das Q. Das ist konstant. Gebäude machen mehr Schaden zu. Du hast schon guten Siege mit den anderen Talenten. Und das E-Bild ist was anderes. Gehen wir aufs E-Bild. Da mache ich erhöht den Schaden, außer gegen Helden. Das ist gut zum Siegen. Das heißt einfach, wenn du irgendwo auf der Karte bist, ein Q drückst und Minimap weg one-shotten kannst. Sehr gut dafür geeignet. Generell Wave Clear Talent, kann man sich merken. Erhöht die Panzerung und ihre Dauer um 4 Sekunden, einfach nur zum Scouten tatsächlich. Und dann einfach die E-Talente. Das E-Talent sagt, das macht einen kleinen Radius und in dem Radius, wenn das explodiert, bekommst du nochmal zusätzlich Stacks, wenn es Helden trifft. Sowohl als auch funktioniert gut, ich mache hier das einfach, um mehr Wave Clear zu erzeugen. Das ist mehr so ein Teamfight-lastigeres Bild, sage ich mal. Verringert die Kanalisierungszeit um 0,5 Sekunden und teilt Asmodan dann um 8%, wenn er einen Helden getroffen hat und es komplett abgelaufen ist. Alles verbrennt, ruft einen Dämonensoldaten herbei. Wenn das abgelaufen ist, der macht dann auch ein bisschen zusätzlichen Schaden. 75% ist ein bisschen viel. Und dann am Ende alles verbrennt, verlangsamt gegnerischen Helden. Gut. Also die Verlangsamung dient da, ist logisch, dass man während der Zeit, während des Channels dranbleiben kann. So, gehen wir Asmodank. Maßlosigkeit, du knallst die ganze Zeit dein Q auf die gegnerischen Helden und die Anzahl der Sticks werden von 2 auf 4 erhöht und Cooldown Reduction bekommst du dann.
Da kann man sowohl als auch nehmen. Ich nehme zum Beispiel da auch manchmal gerne die Höllenarmee, weil zu wenig Wave-Möglichkeit haben, mit den Soldaten klarzukommen. Gewährt mehr Vernichtung. Also wenn du richtig schnell skalieren willst, geniales Talent, kriegst auch 40 Mana wieder. Und wenn man zwei Helden trifft, gewährt das dann auch 4 Stacks zusätzlich. Genau. Sünde der Flut versteckt den Q, willst in Damage reinknallen. Und hier kann man zum Beispiel verlangsamt nahe Gegner machen, wenn man Angst hat, gedived zu werden. Ich nehme aber zum Beispiel gerne das hier, wieder den Trade. Grund dafür ist, wenn das eine große Karte ist, dann muss man ein bisschen mit Wave Clear handeln. Und wenn der Offlaner dann ein bisschen weniger arbeiten muss, ist auch immer gut. Vernichtung, er macht 4% Maximalleben an gegnerischen Helden und Flut. Hier funktioniert beides. Also wenn die zum Beispiel sowas haben wie ein Hammer, wenn sie sehr stationär sind, also wenn sie sich nicht so schnell bewegen können, macht das Sinn, dass man die Ult upgradet, ansonsten die Q. Dort starten wir einfach. Jetzt wird gedankt. Meines Erachtens Asmodan sehr unterschätzt. Viele sagen, es ist ein Trash-Held, aber ich finde den, er ist okay. Also eigentlich spielt man den nicht, weil größtenteils in High-Elos wird sowas Genji Mayev gespielt und da ist einfach Asmodan wird er hart gecountert, genauso wie Nasibo. Aber wenn man bedenkt halt, viele Spiele in denen leider sehr melee-lastig. Man sieht hier im Fernkampf Assassine, also Q-Build, ist halt Long Range. Du darfst mit Asmodan nicht zu nah an den Gegnern dran stehen. Logisch, aber es gibt genügend Leute, die zu sehr dran stehen. Also es ist manchmal auch sinnvoll, Q-Build einfach, das E-Build ist halt sehr melee-lastig. Ja, dann lässt sich es halt nicht ändern oder die Autotext. Aber wenn du komplett auf Q-Build committed bist mit dem Damage, dann darfst du nicht zu weit vorne stehen. Das ist eine Tatsache. So, in dem Matchup haben wir eine Ming, haben wir eine Mephisto, haben wir eine Chromie-Varian. Ja, da ist mein Gedankengang, man könnte sehr gut auf das Q-Build gehen. Tatsächlich empfehle ich euch hier erstmal zu warten. Also Varian wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit taunt gehen, damit wir einen Tank haben. Und ich gehe hier tatsächlich mehr auf das Siege-Talent. Autotext machen gegen Varian keinen Sinn, der pariert einfach. Und hier gehen halt aber auch Meinungen auseinander. Kobi kann halt die ganze Zeit mit Time Trap verschanzen, wenn ich mein Q auf sie schmeiße. Deswegen erhöhe ich wahrscheinlich mit Habgier einfach den Siege, dass die machen, was die Dämonen-Soldaten auch machen. Dann mache ich sogar ein bisschen Hybrid raus. Dass ich die Panzerung erhöhe. Dass es explodiert. Das ist super am Objective hier tatsächlich. Dann nehme ich die Invasion. Die Kanalisation könnte riskant sein. Ich nehme hier die Verlangsamung. Das Trampeln. Und auf 20 nehme ich dann einfach. Muss ich auch nicht. Also, wie gesagt, nur weil ich gesagt habe, das Befehl mit dem und dem Bild. Ihr seid nicht gezwungen, ein Bild komplett so durchzudrücken, wie ich das euch vorhin gezeigt habe. Man kann halt auch einfach Synergie erzeugen oder Antisynergie für die Gegner. Wenn die zum Beispiel Varian haben, der die ganze Zeit geslowt wird, dann hat er auch keinen Spaß mehr. Das reicht ja auch schon teilweise, wenn du einen gegnerischen Helden mit Fähigkeiten kontern kannst. Der hat auch keinen Taunt, da kann ich also Laser drauf machen. Da hat er mehr Damage mitgenommen als ich. Asmodana ist zum Beispiel auch sehr tanky. Mit sehr tanky meine ich auch. Der kann ordentlich abdebeulen. Ja, der. Ja, aber braucht man sich auch gar nicht mal streuen, im Kampf einzugehen. Gegen Varian zum Beispiel. Ihr habt mehr HP, ihr gewinnt das Early Game komplett, aber im Late Game müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen. Hier ist zum Beispiel die Sache, jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen. Mal die Botlane, dass man da auch ein bisschen Zug einsammeln muss. Mein Trade hat noch Cooldown, sonst hätte ich da Minion hingeschickt. Jetzt kann ich da was hinschicken. Immer wieder ein bisschen rein traden. Ne? Das ist halt Priorität. Versuchen, ihn dann den Weg abzusperren. Minion Spawn. Und er hat sich da ungefähr hingestellt. Schmeiß ich da mal was hin. Schade, hätte fast geklappt.
Aber ich hab sein Backboard bisschen spawnen können. Ah, Mephisto ist jetzt zum Ganken gekommen. Ich glaube, da bin ich tot. Ah, es wird weiter Aram in der Mitte gemacht, leider. Also es wird Botlane nicht soak. Please soak Bot, I can't soak 3-2 lanes. Einfach die Information teilen. Also, dass die mal unten anfangen zu soaken, sonst verlieren die Übersoak. Tatsächlich ist das ein Zwillingskling-Varian. Das ändert sogar tatsächlich meine Talente. Dann gehe ich, glaube ich, auf ein E-Bild, weil die keine Interrupts haben. Boom. Hab sogar noch die Stacks bekommen. Also am besten lohnt es sich, Autotext auf die hinteren Minions zu machen, weil die am squishiesten sind. Also am wenigsten HP haben. Und dann Glück drauf, dass man versucht, die mit dem Autotext dann nachher noch zu zerstören. Also man sieht, ich bin Top Damage. Hätte fast auch noch Varian töten können. Ich hab mal Assist bekommen. Ah ja, das war mit Fisten mit Lane vorhin. Priorität hier den Schaman zu zerstören, einfach und alleine, weil er regelmäßig Minions spawnt, braucht man nicht. Da werde ich geblockt von dem Keltus-Satz-Spieler, finde ich nicht so gut. Das ist halt teilweise auch Antisynergie, wenn man sich gegenseitig einfach bodyblockt. Ja, da kannst du auch schon Tode mit erzwingen, zeugen. Warten, bis der wiederkommt. Zack, Romy hat 0 Mana. Und Link hat einfach Button gesmashed. Hat aber sehen können, dass da vorne. Oh! Hat nicht gereicht, schade. Ja, Lili portet sich zurück, verständlich, hat kein Mana. Wir sind leider ein Level zurück, weil wir nicht richtig gesorgt haben. Auch ein paar Tode mehr haben. Aber ich habe halt oben nur gesoakt die ganze Zeit und ich habe trotzdem Top Soak. Das sollte eigentlich nicht sein. Normalerweise müsste der Force-Stack mehr Erfahrungspunkte haben. Aber egal, das, die ist reingedasht, die können wir mal töten. Schöner Stun, ich versuche da nochmal zu follow-upen. Hält die Sat nimmt sehr viel Damage mit. Ich versuche nochmal mit Füßen ein bisschen zu stänkern. Das reicht nicht. Link wird nochmal reinhüpfen. Und da ist jetzt meine Teamentscheidung. Ich werde auf das Formen einfach einen Bums drauf geben und einfach zocken gehen. Weil ich merke halt, Teamfight ist nichts. Da mache ich Explosion, dann kann ich gut reinforschen tatsächlich. Mit einem E-Belt kann man auch super tatsächlich Rift hier erzeugen. Zum Spawn oben das Minion. Ich werde jetzt doppelt zocken. Eiszog mit Bot. Damit sie die Informationen bekommen. Damit komme ich in die Strafe. Gut. Das ist die Promi, die hat sich ein bisschen aggressiv positioniert, na? Also, nicht so preis sein, Bumm. Ah, da kommt ein Ming von hinten, das haben sie gut gemacht. Eieiei. Hat sie mich gebaitet, die Promi, hat sie gut gemacht. Unten verlieren wir jetzt auch die Erfahrungspunkte. Das war mein Fehler hier an der Stelle. Hab jetzt schon 3 Tode. Der Gegner haben einfach eine bessere Rotation drin. Muss man lassen. Jetzt wird der Hammer oben gegankt wahrscheinlich. Und muss ich nochmal die Token mitnehmen. Spawn oben das Minion. Boom. Easy Wave hier. Jetzt habe ich Easy Wave hier. Ja, jetzt nehme ich das Minion zum Scouten, weil ich habe gesehen, da haben die Scamp gespielt. Da gehe ich nicht mehr mit dem Gesicht voran rein. Da kann man drauf rennen. Ja, man spielt so passiv. Man sieht oben 2 und ein Bavarian. Ja, das ist leider die Erfahrung, die man nicht hat. Dass man, wenn man Gegner sieht, dass man die punishen muss, wenn man out of position war. Mephisto war zum Beispiel out of position. Hopp. Bleibt man draußen.
Gut. Hammer down. Finde ich behämmert. Und bumm. Eine Mini-Wave reinschieben und wieder gehen. Wir wollen jetzt in der Mitte. Ah, Mephisto war hier zu sehen. Blaze soaked im Botlane, das ist sehr gut. Mephisto will mich schon mal haben, das sehe ich doch schon. Ah, ist dann leider verfehlt. Lob habe ich bekommen. Mach mal den Minions hier kaputt. Und ich bin jetzt weg. Ja, Ming nimmt ordentlich Damage aber mit von den Minions. Schade, ein guter Heilpot von Deckard, der wäre wahrscheinlich draufgegangen. Die Ming. Aber wie man sehen kann, mit Asmodan kann man easily top alles sein. Also top Siege, top, top Damage. Deswegen ist jetzt die Devise, wir gewinnen keine Teamfights, wir gewinnen einfach die Map. Unten wird besieged, da wird keiner hingeschickt, da sind noch mal zwei Leute. Damit komme ich in die besten Listen. Schicke Mitte, Ming kommt tatsächlich. Ah, ja. Amethyst nimmt die Wave tatsächlich nicht mit, dann nehme ich hier auch mal die Wave mit. Schneller Wave. Und dann spawne ich hier das Minion. Emma ist sowieso tot. Versuche ich Top-Lane einzureißen. Die werden mich wahrscheinlich eh töten kommen. Mache ich hier mit. Und jetzt spawne ich mich zurück. Ja, die kommt für mich. Das nehme ich in Kauf. Also wenn ich 4 Mann beschäftigen kann, dann ist das Objective eigentlich größtenteils free. Wenn man es angreift. Ming, die Lini macht das hier komplett richtig an der Stelle. Komplett auf Ming zu engagen, weil sie zu dritt bei mir standen. Tatsächlich. Ah, das ist aber wieder. Aber natürlich bei Ranked empfehle ich euch nicht, hier jetzt rein zu griefen. Ich mache das einfach nur, um mein Team ein bisschen Space zu machen. Unser Team hat zu wenig HP, um fortzuführen, deswegen hier wieder Top-Lane. Alente. Ja, Kel'Thuzad ist halt auch ein Magier. Also das Problem ist, wir haben auch zwei Magier, die skalieren mit den Fähigkeiten. Im Sinne von... Ja, Lili ist unhappy. Das ist mir jetzt an dem Zeitpunkt immer Wurst. Wir verlieren sowieso Mitte. Dann nehme ich lieber das mit, dass ich die Top-Lane zerstöre. Wir brauchen halt Mitte, nicht contesten. Weil wir die Teamfight sowieso noch verlieren. Ich ping mal mit, die Lili zurück, einfach weil ich kann. Hopp. Ich spawn jetzt regelmäßig Top-Lane einfach mit. So, hoffen, dass ich da was kaputt kriege. Oh, oh, frech. Ja, alter Mann. Ah, der Varian ist jetzt ein bisschen mad. Kriegen wir nochmal was kaputt? Leider nicht. Ich versuche nochmal den Deckard zu stauen. Schade. Da muss ich aber gehen. Jetzt muss ich gehen, jetzt ist Schluss mit lustig. Kann da nochmal ein Q hinschmeißen, dann gehe ich aber. Weil meine HP ist zu niedrig. 150 Stacks ist ein bisschen schwach, bin ich ehrlich. Varian versucht die ganze Zeit Botlane durchzuschieben. Das müsste ich mal unterbinden. Da bin ich nicht auf die Karte gegangen. Ah, das ist eigene Blödheit. Ah, das lade ich aber auch so hoch, dass man sieht, dass man einfach branded. Manchmal in Sachen reinläuft. Ich habe 5 Tore, das ist eigentlich schon zu viel. Aber machst du nix. Ey. Und deswegen nicht zu häufig Tab drücken.
Unser Problem ist halt einfach, Gegner spielen Camp. Wir rotieren nicht, wir spielen keine Camps. Das ist halt der Grund, warum die verlieren. Schick mich wieder rein, Coach. Juju, ich hab die Kugel. Unten steht Hammer, wird wahrscheinlich auch gleich rausgehen. Bums spawnt nochmal Minion. Wir haben auch wenig Möglichkeiten dagegen, was zu machen. Also die schieben uns einfach ein die ganze Zeit. Und wir gucken zu. Varian könnte vielleicht das Camp spielen. Nee. Bleib mal hier ein bisschen stehen. Also unten fängt gerade ein Brawler an. Wir haben einen Kill gekommen. Pushe hier unten rein, kannst du. Varian war auf der anderen Seite. Gut, das heißt für mich, ich werde hier oben weiter drücken. Immer weiter drücken. Weil das ist jetzt meine Win-Condition. Meine Win-Condition ist halt einfach die Lanes einreißen. Die Minion konnte ich noch spawnen zum Glück. Da kam ich Glück und das Camp. Dass mein Push hier erfolgreich war, dass da alles kaputt geht. Wenn das war, jawohl. Komplett. Super. Also man muss halt bedenken, 6 Tode, aber ich habe komplette Botlane alleine gezieht. Oben spawnt jetzt der Punisher. Wenn wir Glück haben, können wir mit dem Punisher finishen. Also es ist jetzt wieder alles drin. Wenn man Teamfights nicht gewinnt, unbedingt die Karte spielen. Das ist halt wichtig. Weil jetzt kommen wir langsam mit den Kills rein. Wir haben oben offen, Win Condition ist da. Ping mal das Camp, dass wir das spielen können. Können. Sollten. Ja, Chromi macht dir jetzt Hammer kaputt. Ja, das ist ein Problem. Da hat nichts drin. Jetzt wird Hammer geslowt. Ich bleib dran. Ja, schade. Und spawnen unten Minion. Chromi komplett out of position. Schöner Stun von Blaze. Da kommt die Kombo rein. Super, jetzt haben wir den Vorteil im nächsten Fight. All top, please, we can end. Jetzt ist es wichtig, oben das Objective zu spielen. Wir haben... Ja, das Spiel fühlt sich sehr eigenartig an. Da bin ich ehrlich, da bin ich auch ein bisschen der Meme-Lord. Ich habe oben die ganze Zeit committed, das einzudrücken. Jetzt müssen wir auch was machen. Wichtig ist auch an den Leuten, die gerne Asmodan spielen wollen und gerne im Team sind. Ihr könnt Asmodan helfen. Ihr könnt, sobald der Cube die Minions getroffen hat, könnt ihr auch einfach dem Asmodan helfen, die Minions zu zerstören. Also wenn ihr im Foreman Rotation spielen wollt, geht auch. Um somit die Stacks zu erleichtern. Normalerweise könnte man den hier prima mit Bot spielen, einmal im Q reinrauen, mit Joanna zum Beispiel. Und dann hast du super Damage. Also W ziehst du alle zusammen, dann taust du den Q drauf mit Asmodan. Da haut man Q drauf auf den Weg. Bauen wir in der Mitte noch so ein. Die Minions mit Gegenpushen. Da kommt jetzt ordentlich Damage zustande. Da schießt sich nochmal mein Rück drauf. Da kommt der Punisher. Punisher macht gut Damage. Ja, da werden wir einfach weggeschoben. Jetzt muss ich weglaufen. Zu viel Damage. Zu viel Damage. Wir werden immer noch gesehen. Alles für mich. Ich gehe weg. Romy chased Hammer. Hammer wurde gechased und gekillt. Eieiei, ja. Dann gehe ich Mitte. Nehme ich die Mitzug mit. Schade eigentlich. Wir hätten prima da den Varian und Code zerstören können, aber sollte nicht sein. War das Varian? Ich weiß nicht. Ich werde jetzt auch einfach defensiv hier spielen. Die Gegner müssen halt damit rechnen, dass ich jederzeit... Ich glaube, ich könnte auch Solo unter ab 20 Sets finishen. Ich muss nochmal gucken. War die Heilung hier? Oder ein Held tötet, alles klar. Da braucht man nicht hin. Da braucht man nicht hingehen, dass du das outnumbert. Gift, Camp, not. Ja, jetzt fighten wir.
gedrückt habe. Oh! Da kommt der Turn, da kommt die Rakete. Rakete connected. Muss noch schnell kurz in die Mitte gehen. Jetzt wird gechased. Ah, da muss ich hinterher. Aha. Hab jetzt halt den Slow auf dem E. Der ist wichtig. Asmodan ist top. Wir müssten hier einfach Mitte einreißen, tatsächlich. Boom. Wir machen nichts. Das ist die beste Möglichkeit, wieder zu zeigen, wie man am schnellsten verlieren kann. Wir haben zwei Leute tot, zwei sind oben und einer ist in der Mitte. Wir hätten Mitte einfach drauf fahren müssen. Das ist halt, wir geben unsere Chancen einfach die Prima wieder ab, während das Spiel zu ist. Emma ist halt unten. Gerade, dann kann ich meinen Ulter drauf. Bisschen zu weit hinten, hab zu schön gezogen. Noch die Stachel. Ich schieße da einfach regelmäßig auf meinen Q rein. Würde ich hier gehen wollen. Emma ist halt unten. Wir machen Space für Emma. Hämmer ein bisschen. Oh! Das war die Mink, nevermind, ich bin blöd. Hämmer ist ja bei uns. Wir haben easy bessere Point-Kontrolle bzw. Wave-Griffes im Checkpoint. Oh, die Chromi. Oh, sehr schön zerstört. Ah, jetzt kommt der Reset. Ah, oh, der Reset ist so bitter. Der ist so bitter, der ist so teuer. Ah, ei. Der wird einiges kosten. Hab leider auch gerade keine Fähigkeiten mehr. Warte, hat Valen das richtige Talent gehabt? Automatisch. Ja, hat das richtige Talent. Der macht zum Beispiel richtig, der alte Mann. Wirkt sich zum Beispiel an. Das ist auch okay. Jetzt gibt's Rammelbammel. Da ist noch einer gewesen. Versuche ich halt unten reinzuschieben. Komm. Kommt da wer mich abholen? Das ist die Frage. Ich spiele das Camp nochmal, damit sie unten Druck haben. Sollte dann auch gleich drauf gehen. Hier schmeiße ich das Q drauf, port mich zurück, das sollte reichen. Das war ein großer Wurf. Also das sollte eigentlich reichen, Camp. Und ein Push the Wave, dass das von eingedrückt wird. Werde oben regelmäßig wieder Sachen spawnen. Mein Trade. Man merkt halt, das sind schon wieder zwei Katapulte. Die nächste Wave ist dann auch dabei. Leider können wir die Menge nicht punishen, also das Spiel komplett aggressiv, ohne jegliche Art, aber wir haben halt nicht die Hände dafür, tatsächlich. Schön. Ich hab jetzt den Minion aus Versehen in den falschen Lane gespawnt. Ich werde jetzt einfach mein Bestes geben, den Punisher hier zu defenden. Oh, Level 20er Punisher, ja, der tut weh. Ja, der tut weh. Jetzt haben wir die Mitte verloren. Katapulte sind jetzt bei ihm an den Toren tatsächlich dran. Oh, meine Güte, die Mini machen auch schon so viel Damage. Also man sieht schon langsam, aber sicher wird regelmäßig was spawnen. Unten habe ich tatsächlich nicht bekommen, das überrascht mich jetzt. Ich folge mal Lady. Ich bin auf dem Weg. Lili eigentlich auch ein super Matchup, um Varian zu countern, der auf Twins kommt. Den müssen wir weiter links platzieren. Ich platziere dann unten meinen Trade. Ha! Das hat man, deswegen sieht man immer. Erstmal dann Minions kann halt Globs blocken. Zack. Oh,
da wollen wir fighten. Da wollen wir fighten. Ah, da wollen wir fighten. Oh, Chromi geht aufs Feld. Varian wird geslowt. Fokus. Doppelkill für den Fettsack. Ey, DK. Jetzt kommt das Powerplay-Talent. Jetzt wird er geslowt tatsächlich. Jetzt ist er gesprungen. Jetzt hat er das Problem. Der kommt wieder. Fokus. Stun. Jetzt können wir finishen tatsächlich. Einfach durchpushen. Lili prügelt sich halt oben. Das ist halt wieder, was ich bei manchen Random-Supportern nicht mag, dass man die Heilung priorisiert. Also im Sinne von, dass man die Team-Unterstützung priorisiert, damit man eben durchlaufen kann. Nevermind. Ja, perfekt. Schöner Stun. Ja, komm. Wir gehen. Lili ist gut. Ah, eigentlich. Das reicht eigentlich. Ja, das ist halt. Ah, nimm Kelsusat. Dann freue ich mich. Ich schieße da nochmal einen Kill drauf. Ach, es reicht. Es reicht. Ja. Committen. Ach, gewonnen. Da sieht man auch, selbst 0-1-5er Asmodan kann nochmal gewinnen. Ah, wir haben alle 6 Tode. Das ist ein Grund zum Feiern. Da reichen die 10 Kills wohl nicht aus. Hätte sie 11 gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich oben nicht so oft durchgekommen. Und ja, das ist halt die Lektion, die aus diesem Tutorial bei Asmodan rausnehmen könnt, wenn euer Five-Man, beziehungsweise wenn euer Teamfight einfach am Verkacken ist, spielt die Map. Danke fürs Zusehen!